Die gestrigen Zahlen von Tesla zeigen aus meiner Sicht einmal mehr, welch gigantisches Klumpenrisiko sich an den Aktienmärkten angesammelt hat. Denn es waren die wenigen großen Aktien, eben wie eine Tesla, die fast 50% seit Jahresbeginn gestiegen ist, wie eine Apple, wie eine Microsoft, wie eine Nvidia, die kaschiert haben, dass der Gesamtmarkt, also die anderen Aktien bis auf die 10, 20, die groß und mächtig sind, dass der Gesamtmarkt eigentlich extrem schwach ist, und das wird kaschiert durch den Anstieg dieser Aktien. Aber jetzt müssen eben diese Unternehmen, deren Aktien so stark gestiegen sind, jetzt auch liefern. Und das, was gestern Tesla geliefert hat, ist aus meiner Sicht eine Art Entzauberung, die das Risiko dann auch bei Apple und Co. ein bisschen andeutet. Denn was ist denn, wenn diese Führer des Marktes, diejenigen, die das kaschiert haben, wie schwach der Markt eigentlich ist, wenn die dann plötzlich abrutschen, dann wird es unangenehm, nicht nur für den Nasdaq, sondern auch für den S&P 500. Schauen wir uns mal die Zahlen von Tesla an. Revenue, also Umsatz, um und bei wie erwartet, Schwamm drüber. Auch Gewinn pro Aktie, auch ein Ticken drunter, aber Schwamm drüber. Was hier das Problem ist, das ist die Marge. 19,3 erwartet war 21,2. Noch vor einem Jahr waren wir bei 29,1. Dann auch bedenklich der Free Cashflow, deutlich nach unten gegangen auf jetzt 441 Millionen Dollar. Ohne diese Regulatory Credits, also praktisch die Subvention, die andere Autobauer, die fossile Fahrzeuge noch herstellen oder Fahrzeuge mit fossilen Antrieben, praktisch an Elektrohersteller wie Tesla zahlen müssen, wäre der Free Cashflow negativ gewesen. Und jetzt hat ja nach diesen Zahlen, wie gesagt, wir sehen, dass die Marge schon auf 19,3% gefallen ist, nach diesen Zahlen, die ja nur bis Ende das erste Quartal letztendlich erfassen, nach diesen Zahlen hat Tesla ja zweimal im April die Preise gesenkt. Das heißt, die Marge dürfte noch schlechter werden. Und die Frage ist, warum tut man das? Tesla selber sagt, ja, wir sehen das als eine einzigartige Chance. Also es wird toll verkauft, dass man hier große Marktanteile gewinnen kann. Hier sehen wir nochmal, by the way, die schon den Trend jetzt zu sinkenden Margen bei Tesla. Ross Hendricks kommentiert hier durchaus sarkastisch. Tesla ist jetzt sozusagen, Gratulation an alle, die long sind in Tesla. Tesla ist jetzt auf dem Weg eines traditionellen Autobauers, der sich in einem harten Preiskampf bewegt. Genauso ist das. Hier sehen wir mal die Margen oben in diesem Chart. Bei Tesla geht es nach unten, auch in der Autoindustrie geht es nach unten, aber die Margen sind im Vergleich zu den Margen im S&P 500 hier die untere Linie immer noch ziemlich gut, aber es ist eben ein immer schwierigeres Umfeld für Tesla. Übrigens auch die Solar-Deployments sind deutlich gefallen. Also man ist ja da auch im Bereich Solarpanels unterwegs auf 67 Megawatt von 100 Megawatt. Begründung war, das Wetter sei so schlecht gewesen. Und jetzt kommt der Hammer. Alle haben ja immer gesagt, wow, also Tesla so disruptiv, die machen die anderen kaputt. Jetzt sehen wir aber, dass Tesla zum Beispiel eine bessere Gross- und Operating Margin hat, als Tesla. Und Tesla selber hat ja noch vor einiger Zeit gesagt, also wir können hier diese Preise nach unten nehmen, weil wir einfach verbesserte und skalierte Produktionsbedingungen geschaffen haben in unseren weltweiten Fabriken. Also man hat das so ein bisschen schön dargestellt. Aber faktisch ist es jetzt eben so, dass diese Preiscuts, wie hier ein Twitter-Kommentar bemerkt, eben nicht die anderen nur verletzt, sondern mindestens genauso auch Tesla. Wir sehen, dass das eben letztendlich in die eigene Marge geht. Hier sehen wir mal die Gross Margins ex Credit, also das geht nach unten, die Tendenz geht weiter nach unten. Und das jetzt in einer Situation, wie wir gleich sehen werden, wie stark die Aktie zugelegt hat. Und das ist jetzt das große Klumpenrisiko, von dem ich hier spreche. Hier sehen wir mal, wie Sven Hendrick den Value Line Geometric Index zeigt, also das, den S&P 500, wo alle 500 Aktien gleichgewichtet sind. Da sehen wir, dass es hier eine Riesendivergenz gibt zwischen dem Market Cap S&P 500, also da, wo die Marktgewichtung mit eingepreist ist, also im normalen S&P 500 mit einer Apple, mit einer Microsoft, mit einer Tesla und so weiter ganz vorne. Und
wir sehen diese große Divergenz zwischen dem S&P 500 und dem Equal Weight, also dem Value Line Geometric Index, also die breite Masse der Aktien zieht nicht mit. Das war bei der letzten Rallye in den Februar hinein ganz anders. Da war es der breite Markt, der auch mitgestiegen ist. Hier ist das nicht so. Und unten sehen wir mal den gleichgewichteten S&P 500 mit einer potenziellen Schulter-Kopf-Schulter-Formation. Wir werden sehen, jedenfalls. Nur 32% der Aktien im S&P 500 outperformen den S&P 500, sind also besser als der Index selbst. Das hatten wir zuletzt eigentlich in der Finanzkrise oder kurz vor der Finanzkrise. Und hier sehen wir nochmal die Performance. Eine Tesla, die mit 48% im Plus ist, eine Apple mit fast 30%, eine Microsoft, eine Nvidia noch viel mehr, Google, Meta, also das sind die Großen hier, diese Performance seit Jahresbeginn. Das sind die, die den Markt ziehen. Hups, das haben wir schon gehabt, habe ich mich da verklickt, jawohl, das habe ich. Und hier sehen wir dann nochmal den gleichgewichteten Nasdaq, Triple Q, also wo alle Aktien gleich sind. Auch hier kein neues Hoch, während der Nasdaq Triple Q, also praktisch das ETF auf den Nasdaq 100, ein neues Hoch gemacht hat. Ebenso sehen wir diese negative Divergenz im S&P 500 und diese Top 20 Aktien, die haben über 90% der Performance für den Index gebracht. Also was passiert, wenn die plötzlich nicht mehr liefern? Es ist eine Mega Cap Concentrated Rally, könnte man sagen. Hier sehen wir nochmal diese Marktkapitalisierungen der Unternehmen, die jetzt alle noch berichten werden. Tesla an Nummer 7 hat schon mal ein bisschen enttäuscht, könnte man sagen. Und das jetzt in einer Situation, jetzt beginnt ja im Prinzip diese US-Tech-Berichtssaison erst. Wir hatten Netflix auch nicht so toll, Tesla jetzt auch nicht so toll, die Aktie ja 6% im Minus dann nachbörslich. Und jetzt haben wir den 14-besten Lauf in eine Berichtssaison seit 1950. Wir sind also schon sehr gut, kommen wir in diese Berichtssaison. Da ist also viel Gutes bereits eingepreist. Und wenn wir uns mal die durchschnittliche Performance dann seit 1950 anschauen, wenn die Aktienmärkte eben im Vorfeld einer Berichtssaison so gut schon performt haben, dann ist die durchaus negativ on the long run. Und das gleichzeitig bei diesen Klumpenrisiken sehen wir, dass der VIX sozusagen nach unten geprügelt wurde. Wir haben hier eine fallende, aber bullische Wedge, da ist ein Ausbruch zu erwarten. Die VIX-Calls nehmen übrigens jetzt deutlich zu, das heißt, viele wetten jetzt auf einen steigenden VIX. Das sehen wir auch im VXV zum VIX. Das ist der VIX, wo er in 3 Monaten erwartet wird, in Relation zum aktuellen VIX. Und hier sehen wir, wenn wir solche Niveaus erreichen, hatten wir bei den letzten Malen immer Umkehrsignale. Und das könnte und dürfte und sollte daran liegen, dass es letztendlich eben so steht, dass die US-Aktien zu teuer sind derzeit. Das Risiko, das man eingeht, wird nicht bezahlt. Es gibt das sogenannte Equity Risk Premium. Also wie viel bekomme ich an Prämie gewissermaßen, wenn ich mehr Risiko eingehe, etwa indem ich Aktien kaufe, im Vergleich zu sicheren Investments, also kurzfristige Staatsanleihen oder so mit einer fest definierten Rendite. Und wir sehen, dieses Equity Risk Premium ist jetzt weniger als 2% Tendenz weiter abnehmen. Das heißt, ich werde hier nicht ausreichend für Risiken entschädigt aus meiner Sicht. Deswegen bin ich derzeit negativ für die Märkte eingestellt. Nicht grundsätzlich, rate ich von Aktien ab, überhaupt nicht. Würde auch keinen Sinn machen. Aber hier dann auch noch eine weitere rote Flagge, denn diese Risiken sind auch bei den Unternehmensanleihen, bei den Investment-Grade-Unternehmensanleihen nicht eingepreist. Hier sehen wir mal Investment-Grade-Corporate-Bond-Yields im Vergleich zu den Fed-Funds-Rates, also praktisch zum Leitzins der Fed, fast kein Unterschied mehr. Das heißt, ich bekomme für das Risiko, das eine Unternehmensanleihe ja darstellt, im Vergleich zu dem ganz sicheren Leitzins, der kein Risiko darstellt, wenn ich Geld da irgendwo parken kann und diesen Leitzins bekomme ich keine Risikoprämie mehr. Und damit sozusagen zeigt der Markt, dass er glaubt, dass da überhaupt kein Risiko ist. Und das ist angesichts eines Credit Crunch, angesichts der Folgen der Bankenkrise im Credit Crunch, angesichts der Probleme am Immobilienmarkt in den USA, die ich gestern gezeigt habe, und der Effekte der hohen Zinsen, die wahrscheinlich erst noch kommen, ist das sehr sportlich. Wir sehen bei HYG den Junk Bonds, den Hochrisikoanleihen, wenn man so will, die drehen bereits nach unten. Der S&P 500 geht nach oben. Dieser HYG
Also ein ETF auf Junk Bonds mit auch einer Schulter-Kopf-Schulter-Formation. Kommen wir mal zu den gestrigen Ereignissen. Sehr getrieben wieder von Zero DTI, also diesen Optionen. Morgen ja Verfall, da ist in der Regel dann am Tag davor besonders viel Volatilität, eben aufgrund der Optionen. Wir hatten hier Calls, wir hatten hier Puts. Wir sehen, erst sind wir nach unten, dann sind wir nach oben, dann sind wir am Schluss wieder nach unten, in der Summe kaum verändert. Was sich gut entwickelt hat, das waren Regionalbanken. Die konnten gestern deutliche zulegen, nach teilweise besser als befürchteten Zahlen. Und das ist allerdings, wenn wir das im größeren Zeitraum sehen, dieser KRE, dieser Regionalbanken-ETF, ist das allerdings nur eine mickrige Erholung. Insgesamt hatten wir jetzt vor dem Mittwoch, nämlich Schlussstand Dienstag, haben 65% der Unternehmen die Earnings per Share Erwartung geschlagen. Das ist ein Wunder, wenn diese Erwartungen vorher so gesenkt werden. Im Finanzbereich übrigens war die Rate 100%, interessanterweise. Und jetzt ist die Frage, wie geht es jetzt denn weiter? A mit der Fed, B mit der Wirtschaft. Und gestern hatten wir das Beige-Book der Fed, also praktisch so eine Art aus den verschiedenen Distrikten. Wie äußern sich da Firmen und Fed-Mitglieder, die das überblicken? Interessanterweise war da nur 19 Mal von Inflation die Rede. Im letzten Monat waren es noch 23, im Januar waren es 30 Mal. Wir hatten hier den Begriff Liquidity ein Dutzend Mal, im letzten Beige-Book nur einmal. Aber vor allem, was hier gesagt wird, nach der Pleite von SVB sind die Lending Activities fell significantly in recent weeks amid higher interest rates and elevated uncertainty in the banking sector. Also die Kreditvergabe geht deutlich zurück. Lending Standards tightened notably, also die Kreditvergabestandards haben sich deutlich hier verstrengt oder sind strenger geworden, und Lending Volumes and Loan Demand generally declined across Consumer and Business Loan Types. Also weniger Kredite werden vergeben, das heißt, die Rezessionswahrscheinlichkeit steigt. Wer keine Kredite bekommt, kann nicht investieren und so weiter und so fort. Und warum werden die Kreditvergabestandards immer rigider? Weil den Banken eben die Gelder abgeflossen sind, weil es in Geldmarktfonds eben sehr gute Renditen gibt. Bei Apple jetzt inzwischen schon 4,15% gibt. Hier sehen wir mal Deposit Contraction, der größte seit dem Zweiten Weltkrieg. Und vielleicht übernimmt das ein bisschen die Arbeit der Fed. Hier sagte dann Williams heute Nacht, Banking Stress likely to tighten credit. Ja, der hat sein Beige-Book gelesen, und wahrscheinlich hat die Fed gar keine andere Möglichkeit, um die Inflation nach unten zu bringen. Sie muss dann letztendlich auch die Lohnzuwächse unter Kontrolle bringen. Sie muss wahrscheinlich eine höhere Arbeitslosigkeit in Kauf nehmen. Mit anderen Worten, man versucht eine kontrollierte, milde Rezession zu erzeugen, um die Rezession nach unten zu bringen. Gleichwohl sind jetzt die Wahrscheinlichkeiten, dass die Fed jetzt im Mai die Zinsen anhebt, noch nach wie vor sehr hoch, über 81%. Citi sagt, wir erwarten eine Zinsanhebung von 25 Basispunkten. Und dann glauben wir, dass auch die Wahrscheinlichkeit gut ist, dass im Juni und im Juli die Zinsen nochmal angehoben werden. Wir werden sehen, wenn das passiert, dann halte ich die Rezession in den USA für sicher. Wir sehen, wie schon die Dow-Theorie diese Sicherheit eigentlich spielt, der Dow Jones Industrials deutlich mit neuen Verlaufshochs, während die Transports, die als Frühindikator gelten, das bei weitem nicht erreicht haben. Wichtig noch, was bald jetzt ein großes Thema wird, der Schuldendeckel in den USA, Debt Limit. Jetzt haben die Republikaner einen 1,5 Billionen Vorschlag gemacht. Allerdings ist die Frage überhaupt, ob sich das bei den Republikanern selbst durchsetzt. Kann jedenfalls die Kosten über Credit Default Swaps, sich für einen Zahlungsausfall der Amerikaner zu versichern, die sind jetzt deutlich gestiegen. Der höchste Wert seit dem Jahr 2012. Wollen wir jetzt abschließend nochmal nach Germania switchen, meine Damen und Herren. Da sehen wir mehr Stornierungen im Wohnungsbau. Die Situation im Wohnungsbau spitzt sich weiter zu. Gestiegene Baukosten, höhere Finanzierungszinsen, daher rentieren sich viele Projekte gar nicht mehr. Das Neubaugeschäft bricht förmlich ein. Die Zukunftssorgen in der Branche sind groß. Ja, das ist auch hier ein Thema, denn Bau ist 12% des deutschen BIPs. Also da hängt eine Menge dran. Also hier noch abschließend ein paar Empfehlungen, meine Damen und Herren. Aktien, Rückschlaggefahr, weil die Fed Milliarden entziehen wird wieder. Wir haben gesehen, die Fed-Bilanz ist gesichert.
gesunken jetzt seit 3 Wochen in Folge. Die Märkte dürfen einen plötzlichen Druckverlust erleiden, sagt ein Analyst der Citigroup. Erste Empfehlung. Und dann möchte ich Ihnen nochmal diesen Artikel von Wolfgang Müller empfehlen, weil er dieses ganze Klumpenrisiko wunderbar auf den Punkt bringt und die Relationen mal zeigt, um die es hier geht, etwa zwischen Marktgewichtung von Tech und den Gewinnen von Tech in Relation zu anderen Sektoren. Unbedingt lesen, meine Damen und Herren, wenn Sie es noch nicht gemacht haben, das ist die zweite Empfehlung. Und wie die FED die Lage einschätzt in Sachen Credit Crunch und Rezession, das sehen Sie in diesem Artikel von meinem Kollegen Stefan Jäger. FED-Mitglied Williams bleibt vorsichtig optimistisch, aber erwartet eben auch, dass sich die Kreditkonditionen weiter verschärfen. Und er hat gesagt, wir müssen die Bilanzsumme deutlich weiter reduzieren. Also 3 Empfehlungen. Meine Damen und Herren, jetzt sage ich erst einmal Servus und Ciao.